Ja, was stimmt dich optimistisch, wenn man an die bevorstehende Aufholjagd denkt? Die startet in 4 Wochen. Festgestellt, die unangenehmen Nachrichten reisen ja auch näher. Sind noch nicht alle topfit. Aziz ist unsicher, wie lange der weg sein wird. Was macht dir Hoffnung, dass ihr das hinkriegt? Ja, wir sind alle sehr optimistisch, weil die letzten Wochen, glaube ich, in eine gute Richtung gelaufen sind. Wir haben sehr intensiv gearbeitet mit der Mannschaft, mit den Spielern. Wir haben ein paar Resultate erzielt, die noch besser hätten sein können, aber wenn man vorher kaum Punkte geholt hat und holt dann in 3 Spielen 5 Punkte, dann ist das schon mal wesentlich mehr als in 13 Spielen, 14 Spielen vorher 6 Punkte. Das war natürlich überlebenswichtig für uns, aber diesen Trend wollen wir mitnehmen. Die Jungs haben ein gutes Programm absolviert in der Winterpause, haben sich gestern bei dem läuferischen Test sehr gut präsentiert. Auch gewichtstechnisch sieht es bei allen richtig gut aus. So, das heißt, alle sind im Flow. Das hat das Training heute Morgen auch gezeigt. Das stimmt uns sehr, sehr positiv, dass jeder gut vorbereitet aus dieser kleinen Weihnachtspause gekommen ist, dass jeder sehr motiviert ist, eben auch diese Leistung abzurufen. Ich glaube, dass das Wichtigste ist. Wir können es nur schaffen über eine Mannschaftsleistung, über eine gute Atmosphäre in der Kabine, auf dem Trainingsplatz und das Ganze dann auf den Spielplatz in den entscheidenden Spielen zu transportieren. Es kommen Spieler wieder, die weg waren, auch wenn der Assis jetzt erstmal nicht zur Verfügung steht. Das heißt aber in diesem Moment noch nicht, dass er auch für Stuttgart schon nicht mehr da wäre. Wie gesagt, das kann man jetzt noch nicht sagen. Aber es ist ja auch jemand neu dazugekommen. Mit dem Lenny T, ein wichtiger Spieler, den wir gerne wieder integrieren möchten und der uns natürlich auch helfen kann. Und natürlich sind wir ja damit beschäftigt, noch ein, zwei weitere Spieler dazu zu holen, sodass dann wir auch eine größere Auswahl haben und mehr Alternativen, um eben in bestimmten Situationen auch entsprechend reagieren zu können. Wenn du dich an die Parallelsituation erinnerst, als sie auch ganz weit unten stand, was hat sich da in deiner Erinnerung getan in der Winterpause, was möglicherweise den Ausschlag gegeben hat, dass ihr dann die Kurve gekriegt habt? Ja, ganz klar, dass wir defensiv stabil standen, dass wir erstmal versucht haben, da nichts anbrennen zu lassen, weil in der Saison war es in der Hinserie oft der Fall, dass wir dann viel das Spiel gemacht haben, ausgekontert wurden und einfach leichtsinnig die Spiele verloren haben. Und ich denke, das ist der erste Weg, da unten rauszukommen, dass es Gerüst von hinten am steht und dann darüber hinaus vorne für Torgefahr sorgen.